Herzlich willkommen zu Kost und Regie, der Podcast über integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Ich bin Dr. Claudia Nichterl, Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin der Akademie für integrative Ernährung, wo wir wirklich das Beste aus Ost und West vereinen. Ich unterstütze Menschen in Gesundheitsberufen, Heilpraktikerinnen, Therapeutinnen, die mit TCM arbeiten, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, wenn du mit Physiotherapie oder was auch immer arbeitest, um anderen Menschen Gutes zu tun, dann hol dir hier Sicherheit und Kompetenz in allen Ernährungsfragen. Und wir feiern aktuell unser fünfjähriges Jubiläum. Es war eine unglaubliche Reise voller Lernen, voller Wachstum und Gemeinschaft. Und damit wir dieses Ereignis feiern, gibt's ganz was Spezielles. Wir haben aktuell ein unwiderstehliches Jubiläumsangebot, das dich auf deinem Weg zu mehr Wissen, Gesundheit und Erfolg begleiten wird. Also, wenn du schon länger darüber nachdenkst, deine Kompetenzen in Ernährung und Gesundheit weiterzuentwickeln, ob für dich persönlich oder weil du es beruflich nutzen willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und du findest in den Shownotes einen Link für ein kostenloses Infogespräch und weitere Informationen. Aber jetzt lass uns eintauchen in die aktuelle Folge. Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action: hier ist Kost und Regie. Kaffee, gut oder böse? Es geistern so viele Mythen um das Thema Kaffee und Koffein herum. Deshalb bekommst du in dieser Folge Fakten, damit du wirklich sicher und kompetent auf Ernährungsfragen antworten kannst. Entweder für dich oder für deine Kunden. Was sagt die chinesische Medizin zum Kaffee? Wie schaut es beim Säure-Basen-Haushalt aus? Ist Kaffee sauer? Und wie wirkt Koffein auf den Körper? Und ich sag's dir gleich, ich habe dir ganz aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mitgebracht aus der Nutrigenetik. Es ist super spannend, es lohnt sich, also reinzuhören. Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf. Wie schaut's aus bei dir? Trinkst du Kaffee? Hast du schlechtes Gewissen, wenn du Kaffee trinkst? Ich persönlich lebe in Wien. Wien ist die Stadt der Kaffeehäuser. Wir Österreicher und Österreicherinnen, wir lieben Kaffee. Kaffee ist für uns etwas ganz Wichtiges. Ich muss gestehen, wie ich Ernährungswissenschaften studiert habe, habe ich sehr wenig zum Thema Kaffee gelernt. Und wie ich dann meine Ausbildung in TCM, in traditionell chinesischer Medizin, zur Fünf-Elemente-Ernährungsberaterin gemacht habe, war ich in einem Umfeld, wo Kaffee als sehr böse dargestellt wurde. So, Kaffee übersäuert, Kaffee darf man nicht trinken. Und das hat in mir natürlich ziemlichen Widerstand ausgelöst, weil erstens bin ich ein Genussmensch. Und ich lasse mir auch nicht gerne Dinge verbieten. Da habe ich auch eine große rebellische Ader in mir. Das zeigt sich auch in meiner Arbeit, wo ich Menschen auch ungern etwas verbiete. Und ich hatte großen Widerstand, dass ich immer gedacht habe, das kann es ja nicht sein, auch wenn mir diese TCM-Ernährung sinnvoll vorkommt. Ich arbeite in Wien und ich möchte jetzt nicht jedem meiner Kunden das Kaffeetrinken verbieten. Jetzt habe ich dann ein bisschen näher hingeschaut. Und das Schöne ist ja, wenn wir integrativ arbeiten, dass wir erstens auch den Mensch in den Mittelpunkt stellen, die Person, die es betrifft. Und da gibt's halt nicht die eine Empfehlung, sondern ich muss halt immer schauen, mit wem habe ich's zu tun, wie ist gerade der Gesundheitszustand, oder genauer gesagt, in der TCM arbeiten wir ja mit der Balance von Yin und Yang oder die Balance von Saft und Kraft.
Und Yin und Yang bedeutet letztendlich, dass wir halt schauen, gibt es irgendwo ein Ungleichgewicht? Und ja, es gibt Situationen, wo es definitiv nicht klug ist, Kaffee zu trinken. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Situationen und vor allem viele Menschen, denen er gut tut. Und vor allem tut sich auch derzeit in der ernährungsmedizinischen Forschung sehr, sehr viel. Bestätigt wurde ich bei einer Fortbildung vor einigen Jahren, wo etliche Studien präsentiert wurden, die zeigten, welche positiven Einflüsse Kaffee für die Lebergesundheit hat. Ja, und all diese Dinge möchte ich dir heute strukturiert in dieser Podcast-Folge einmal näher bringen, damit du dir ein Gesamtbild für dich selber machen kannst. Aber schauen wir mal in die TCM rein. Die traditionelle chinesische Medizin betrachtet ja Lebensmittel auch mit ihrer Geschmackswirkung und mit ihrer thermischen Wirkung. Kaffee ist bitter, solange du nicht einige Löffel Zucker hineingibst, hat der Kaffee vom Geschmack eine bittere Komponente. Das tut uns auch oft sehr gut. So ein Espresso nach dem Essen hat auch ein bisschen einen sauer schmeckenden Anteil. Und von der thermischen Wirkung, und das wissen vor allem Frauen in den Wechseljahren, wenn wir an Kaffee trinken, dann wird uns oft sehr, sehr heiß. Also thermisch sagt man, dass der Kaffee nach TCM kurzfristig erhitzend ist, aber im Gesamtbild und vor allem, wenn wir uns die Wirkung auf die Niere anschauen, hat eine auskühlende Wirkung. Er gehört zum Feuerelement und hat eben eine Wirkung, der Kaffee, aufs Herz-Kreislauf-System, auf Herz, Niere und auf Lunge. Und wir wissen, dass es uns gut tut, wenn wir eine üppige Mahlzeit zu uns nehmen, so ein kleiner Espresso nach dem Essen, dieser bittere Geschmack, das tut richtig gut. Da spüren wir, wie alles ein bisschen nach unten rutscht. Bitter wirkt ja nach unten, es regt die Verdauung an, es fördert die Resorption von Fett. Wir tun uns auch leichter, die Speisen zu verdauen. Aber wenn wir konstitutionell einen Yang-Mangel in den Nieren haben, dann hilft uns zwar kurzfristig der Kaffee, also es ist dann sowas wie ein Antrieb, der da entsteht. Das ist vor allem auch durch das Koffein, aber langfristig erschöpfen wir da die Nieren und werden dann noch schlapper. Wo Kaffee wirklich eine tolle Wirkung hat nach TCM, ist, wenn wir das Thema Feuchtigkeit und Schleim haben. Das heißt, diese bittere Wirkung vom Kaffee kann uns helfen, ein bisschen Schleim und Feuchtigkeit zu trocknen und auszuleiten. Wenn du aber, ich nenne sie immer liebevoll meine Frierkatzen, wenn du so eine Frau bist, die immer kalte Hände, kalte Füße hat, und solche hast du sicher auch bei dir in deiner Beratung, dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit Kaffee, weil diese kurzfristige Erhitzung, die ist nur oberflächlich, aber langfristig kühlt der Kaffee aus, weil er quasi die Nieren erschöpft, auch durch diesen falschen Antrieb, der da entsteht. Du kannst dir das so vorstellen, das Koffein vom Kaffee, das pusht, das gibt da zwar ein bisschen einen Antrieb, es macht dich wach, aber wenn die Substanz nicht da ist, wenn eben eine konstitutionelle Schwäche in den Nieren, in der Substanz, auch im Yin da ist, dann ist das quasi so ein Fake-Effekt, also ein falscher Effekt, der dich letztendlich erschöpft. Und viele Frauen, vor allem die in den Wechseljahren sind, die Hitzewallungen haben, schlecht schlafen, also wo Yin-Mangel, wo innere Hitze das Thema ist, da sollte man mit dem Kaffee auch aufpassen. Das kann ich selber 100.000% bestätigen. Also ich bin auch vorsichtiger geworden mit Kaffee, seit ich in den Wechseljahren war oder bin oder Yin-Mangel habe, weil ich da einfach merke, das verstärkt die Hitze. Also du kannst alleine durch die Reduktion von Kaffee Wechseljahrsbeschwerden massiv reduzieren. Nachtschweiß, Sodbrennen, Hitzewallungen und auch wenn Hautausschläge wie Akne ein Thema sind, dann ist besser, ein bisschen zu reduzieren. Also du siehst, der Kaffee ist wirklich trickreich in seiner Wirkung.
Was aber auch ganz wichtig ist, die Kaffeebohne ist ein Naturprodukt. Und genau genommen sind da sehr viel wertvolle Stoffe drinnen. Antioxidantien, Polyphenole, Resveratrol. Von dieser Substanz hast du vielleicht schon einmal gehört. Die wird auch so in der Anti-Aging-Welle immer wieder empfohlen. Und diese wertvollen Substanzen im Naturprodukt Kaffeebohne sind auch dafür verantwortlich, dass wirklich viele Studien zeigen, dass moderater Kaffeekonsum bis zu 3 Tassen am Tag protektiv, also schützend, auf die Leber wirken. So kann Leberkrebs verhindert werden. Auch bei Fettlebererkrankungen ist Kaffee durchaus erwünscht und erlaubt. Was aber immer ganz wichtig ist, da handelt es sich um einen schwarzen Kaffee ohne Zucker. Also nicht 3-mal am Tag Kaffeelatte mit 2 bis 3 Löffel Zucker. Das hat dann nämlich nicht die positiven Effekte. Ja, und wie schaut das mit der Übersäuerung aus? Der Säurebasenhaushalt ist auch immer wieder ein Thema, wo viele Mythen herumgeistern. Und bei der Betrachtung beim Kaffee für eine Übersäuerung muss man einerseits unterscheiden, was hat der Kaffee für eine Wirkung auf den gesamten Körper oder was hat der Kaffee für eine Wirkung lokal auf den Magen. Wenn wir uns nämlich die Gesamtwirkung anschauen, dann ist der Kaffee definitiv nicht säurebildend. Das überrascht dich jetzt vielleicht, weil es geistern immer wieder so Tabellen herum oder wenn irgendwelche Fasten-Detox-Kuren gemacht werden, dass es immer heißt, ja, keinen Kaffee, weil der übersäuert. Das ist aber nicht richtig. Kaffee ist genau genommen leicht basisch. Und wichtig bei diesem Säurebasenthema ist, und da kannst du gerne im Internet einmal recherchieren, schau dir den sogenannten Prahlwert an. P wie Paula, R wie Richard, A wie Anton, L wie Ludwig. Der Prahlwert ist der Potential Renal Acid Load. Das ist quasi der potenzielle Säurebelastungswert in der Niere. Und auf diesen Wert kommt es letztendlich an, ob ein Lebensmittel säure- oder basenbildend ist. Und beim Kaffee haben wir einen Prahlwert von -1,4 und alles, was 0 oder minus ist, ist basenbildend. Wenn du Werte hast, die positiv sind, sind säurebildend, wie zum Beispiel alle Getreide. Und somit kann also diese Aussage, dass eine Übersäuerung vom Kaffee ausgelöst wird, das stimmt nicht. Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf. Oh, und ich empfehle dir auch, lies dich gerne in das Thema ein. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, 14 Tage Detox-Kur, wo ich dieses Thema Säurebasenhaushalt, Prahlwert genau erkläre, weil es ist schade, wenn du Menschen dabei unterstützen willst, dass sie sich besser ernähren und wenn du Halbwahrheiten von dir gibst, weil letztendlich wirst du dann nicht ernst genommen. Wenn du vielleicht einen Vortrag hältst oder Newsletter oder Artikel schreibst, bist du angreifbar, wenn du Halbwahrheiten oder falsche Informationen weitergibst. Also Kaffee an sich ist einmal basenbildend, aber ein bisschen anders sieht es dann mit der lokalen Wirkung von Kaffee aus, vor allem auf den Magen. Wir haben in der chinesischen Medizin etwas, was wir Leber-Qi-Stagnation nennen oder auch Nahrungsstagnation. Das haben viele Menschen, vor allem wenn sie eine Stressbelastung haben. Das heißt, durch den Stress ist quasi die Verdauungsenergie blockiert. Und wenn du dann etwas Erhitzendes, wie den Kaffee zu dir nimmst, entsteht in diesem Stau Hitze und das kann Sodbrennen auslösen. Und das fühlt sich dann natürlich an wie eine Übersäuerung im Magen und das wird dann wirklich auch auf den Kaffee zurückzuführen sein. Ursache ist letztendlich nicht der Kaffee
oder vielleicht indirekt diese erhitzende Wirkung. Ursache ist die Stagnation. Es kann auch sein, dass eine ungünstige Kombination ist. Vielleicht, dass jemand nichts isst, also zum Beispiel das Frühstück ausfallen lässt und dann 2-3 Espresso trinkt, vielleicht am Vormittag über den Tag verteilt. Vielleicht wird auch noch geraucht, vielleicht werden auch schon Medikamente eingenommen, die auch im Magen ja das alles ein bisschen ungünstig beeinflussen. Und dann hat man dieses Gefühl, dass der Kaffee übersäuert, dass der Magen entzündet ist und vielleicht ist es dann auch der Auslöser für eine Gastritis, für einen Reflux, Ösophagitis und Entzündungen in der Speiseröhre, wo eben dann auch der Rückfluss von der Magensäure wirklich Entzündungen auslöst. Also wenn da wirklich so ein Staugefühl ist oder ein Druckgefühl ist oder Sodbrennen auftreten oder generell eine Übelkeit, dann ist definitiv besser, auf den Kaffee zu verzichten. Wie gesagt, das ist eine indirekte Reaktion, weil es eben da schon eine Problematik gibt durch eine Magenhitze, durch eine Nahrungs- oder Leber-Qi-Stagnation. Und da hat eben dann der Kaffee, der ist dann sowas wie, ja, er bringt das Fass zum Überlaufen. Und auf nüchternen Magen Kaffee trinken wird definitiv nicht empfohlen. Das heißt, ein gutes Powerfrühstück, etwas essen und dann kannst du den Kaffee mit gutem Gewissen genießen oder es auch deinen Kunden erlauben. Wie gesagt, der aktuelle medizinische Standpunkt ist, bis zu 3 Tassen wirken sich sogar protektiv auf die Leber auf. Wir müssen aber im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung, wenn wir nach TCM diagnostizieren, Yin und Yang Gleichgewicht betrachten, einfach schauen, passt für die Person Kaffee oder nicht. Und ich habe da versprochen, dass ich noch ganz aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für dich mitbringe. Und es gibt ganz neue Erkenntnisse, dass wir in unseren Genen einen Unterschied haben, wie wir Koffein vertragen und auch verarbeiten. So Beschwerden wie Herzrasen, Unruhe, Schlaflosigkeit wird ja sehr häufig damit in Verbindung gebracht, dass jemand Kaffee getrunken hat und eben vom Koffein aufgeputscht ist. Was ist Koffein? Koffein ist genau genommen ein Nervengift, das Pflanzen entwickelt haben, dass sie geschützt sind. Also wenn eben Insekten dieses Koffein zu sich nehmen, dann sterben sie und so schützt sich die Pflanze. Also es ist ein Nervengift, das als Schutz vor dem Fraß von Ungeziefer und Insekten hilft. Und wir Menschen haben eben gemerkt, dass Koffein in der richtigen Dosis uns ein bisschen wacher macht. Das ist aber leider nicht bei allen Menschen gleich. Es gibt einen einzigen genetischen Buchstaben, der darüber entscheidet, ob das Koffein vom Körper abgebaut wird und wir die gesunden Aspekte, das Resveratrol, die Polyphenole, ob wir das nutzen oder ob uns der Kaffee mehr schadet. Und dieses Gen, das dafür verantwortlich ist, es gibt ein eigenes Gen in unserem Körper für die Entgiftung von Koffein. Und dieses Gen hat den Namen CYP1A2. C wie Claudia, Y und P wie Paula, 1A2, falls du da noch nachlesen willst. Die Gene sind in unserem Körper normalerweise praktisch alle ident, aber in einzelnen Buchstaben unterscheiden sie sich. Und so haben wir manches Mal kleine Gendefekte. Also manche Menschen haben zum Beispiel einen Gendefekt, dass sie die Folsäure nicht in die aktive Form umwandeln können. Oder wie die Eisenaufnahme ist oder wie die Fettverdauung läuft. Und so gibt es halt so kleine Bausteinchen, die oft untergehen. Deswegen finde ich die individuelle Diagnostik und die individuelle Betreuung, wie es wir mit der integrativen Ernährung machen, so wichtig. Da können wir Fragen stellen, wie es Menschen geht. Und
du kannst jetzt auch ganz einfach Fragen stellen, wie es Menschen geht, wenn sie Kaffee trinken. Wenn nämlich jemand funktionierende Gene hat und Koffein schnell abbauen kann, diese Menschen können sehr gut schlafen nach einer Tasse Kaffee, auch wenn sie sie zum Beispiel am Abend trinken. Und diejenigen, die ein defektes Gen haben, die spüren die Wirkung länger. Das heißt, die liegen in der Nacht wach, wenn sie vielleicht auch 12 Stunden vorher einen Kaffee getrunken haben. Also die haben dann quasi eine Koffein, also Unverträglichkeit im weitesten Sinne, und sie spüren dann auch negative Konsequenzen, dass sie eben nicht so gut zur Ruhe kommen. Und wie gesagt, das wäre jetzt eine einfache Frage und es gibt ja eine Lösung. Es gibt koffeinfreien Kaffee, es gibt Getreidekaffee, es gibt andere Dinge, die man zu sich nehmen kann. Vorsicht allerdings, wenn jemand wirklich auf Koffein stärker reagiert und Koffein nicht gut verträgt, dann muss man auch ein bisschen aufpassen mit Schwarztee, mit grünem Tee, mit weißem Tee. Da ist zwar das Tein, aber das hat eine ähnliche Wirkung. Und letztendlich kommt es ja wirklich auf das persönliche Empfinden an. Also keine Angst vor Kaffee. Er übersäuert nicht, er hat positive Inhaltsstoffe. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einige Mythen, was den Kaffee betrifft, klären. Sprich einfach mit den Menschen darüber, wie es ihnen geht. Achte vor allem darauf, dass nicht zu viel, also ich sage so maximal 3 Tassen Kaffee sind ein guter Richtwert. Und es sollte nicht mit zu viel Zucker sein. Und wenn es mehrere Milchkaffee am Tag gibt, Kaffee Latte und Co., auch ein bisschen drauf achten. Milch ist eine Mahlzeit und also das ist dann wirklich als Mahlzeit zu betrachten und nicht als Getränk zwischendurch. Wenn du noch Fragen hast, beziehungsweise mich interessiert auch deine Meinung dazu, also kommentiere gerne auf Social Media, schreib mir und nutz vor allem unsere Kostprobe. Du kannst ein bisschen eintauchen in die integrative Ernährung. Du findest in den Shownotes einen Link zu meiner Website www.integrative-ernährung.com/Kostprobe. Da hast du eine kleine Anleitung, wie du auch deinen Stoffwechseltyp rausfinden kannst. Und das ist eine wichtige Basis auch für den Kaffeegenuss. Alles Liebe, trag das Wissen weiter und trink deinen Kaffee mit gutem Gewissen oder lass ihn weg, wenn du selber merkst, er tut dir nicht so gut, und stell deinen Kunden die richtigen Fragen. Wir müssen nicht Lebensmittel verteufeln, nur weil irgendwelche Mythen herumgeistern. Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/Kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/Kostprobe.